Um YouTube-Partner zu werden und Geld damit verdienen zu können, braucht man 4000 Stunden Watchtime. Das ist ganz schön viel. Laut einer Umfrage haben sogar mehr YouTuber hiermit Probleme als mit den 1000 Abonnenten. In diesem Video werde ich dir also die besten Tipps mitgeben, die mir geholfen haben, mit meinen Kunden nie wieder Probleme bei der Watchtime zu haben. Der erste Tipp ist, erstelle mehr Evergreen-Videos. Auf die Idee für dieses Video hier bin ich durch den Kommentar von 8 Uhr Krypto gekommen. Dieser Kanal hat über 1000 Abonnenten, aber Probleme mit der Watchtime. Das Problem? Es ist ein News-Kanal. Nach nur einer Woche sind die meisten Videos einfach nicht mehr relevant. Das Problem ist jetzt, wenn wir die 4000 Stunden Watchtime erreichen wollen, dann erzielen wir ganz zu Beginn mit dem ersten Video vielleicht 10 Stunden. Nehmen wir an, dass wir ein Video die Woche hochladen, dann erzielen wir mit dem zweiten Video vielleicht 12 Stunden, weil wir ja besser werden, mit dem nächsten 14 und mit dem danach 16 Stunden. Wir kommen voran, aber eben langsam. Nach einem Monat sind wir dann bei 52 Stunden Watchtime. Konzentrieren wir uns jetzt aber auf Evergreen-Videos, also Videos, die über Monate oder sogar Jahre hinweg wachsen, dann verschnellern wir diesen Prozess extrem. Denn das erste Video sammelt jetzt nicht 10 Stunden insgesamt, sondern 10 Stunden pro Woche. In der zweiten Woche sammeln wir dann beim gleichen Wachstum wieder 12 Stunden mit dem neuen Video, aber auch noch die 10 Stunden von dem Video davor, also insgesamt 22 Stunden. In der dritten Woche sind es dann insgesamt 36 Stunden und in der vierten 52 Stunden. Am Ende des Monats sind es dann 120 Stunden. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zu vorher. Aber wie erstellen wir ein Evergreen-Video? Die wichtigste Grundlage ist es natürlich erstmal ein Thema zu wählen, für das sich die Menschen auch langfristig interessieren. News, Trends und Hypes sind natürlich eher weniger geeignet. Ein Bonustipp ist es hier, Videos für die Suche zu optimieren. Das geht natürlich nicht bei jedem Thema, ist aber grundsätzlich die beste Quelle für Evergreen-Videos. Ich habe zum Beispiel die letzten 4 Wochen knapp 300 Stunden Watchtime mit einem Video gesammelt, was ich vor 9 Monaten hochgeladen habe. Und knapp 150 Stunden kommen sogar von 2 Videos, die ich 2020, also vor über 3 Jahren, hochgeladen habe. Evergreen-Videos brauchen häufig ein wenig Zeit, aber nach spätestens 3-6 Monaten merkt man auf jeden Fall den positiven Effekt. Da wir für die Monetarisierung ja aber 12 Monate Zeit haben, reicht das also locker aus. Und nochmal für die, die dadurch etwas verwirrt werden, erreichen wir die Watchtime nicht im ersten Jahr, dann ist das nicht weiter schlimm. YouTube rechnet einfach immer von heute 365 Tage zurück. Alles, was wir davor gesammelt haben an Watchtime, fällt dann einfach weg, die wird aber nicht auf 0 zurückgesetzt. Tipp Nummer 2, um mehr Watchtime zu bekommen, erstelle längere Videos. Ich weiß, dass das verdammt offensichtlich ist, aber es ist einfach der beste Tipp. Ich habe ja auch letztens eine Umfrage gemacht, was den meisten bei der Partnerschaft schwerer fällt. Die Watchtime oder die Abonnenten? Und das Ergebnis geht schon in eine klare Richtung. Allerdings ist es so, dass viele YouTuber mit längeren Videos, vor allem die Gamer, meistens die Watchtime deutlich früher voll haben. Ist ja auch logisch, brauche ich nicht zu erklären, wie das zustande kommt. Die YouTuber, die sich eher bei der Watchtime schwer tun, und dazu habe auch ich mit meinem Kanal gezählt, die machen meistens eher kürzere Videos. Meine ersten Videos, die gingen fast nie über 10 Minuten. Einige davon waren sogar nur 2, 3, vielleicht mal 4 Minuten lang. Kein Wunder, dass ich mich schwer getan habe, die 4000 Stunden vollzukriegen. Mittlerweile sind meine Videos aber deutlich länger und ich bekomme alleine dadurch auch viel mehr Watchtime. Zu viele YouTuber ignorieren diesen Tipp, weil er einfach zu offensichtlich ist. Aber ganz ehrlich, nehmt euch mal Zeit und denkt drüber nach, ob ihr eure Videos nicht vielleicht doch länger machen könntet. Was ihr aber bitte nicht machen solltet, ist eure Videos künstlich zu strecken. Ein gutes Video ist nie länger als nötig. Längere Videos brauchen also auch mehr Inhalt oder wir müssen grundlegend andere Videoideen angehen. Und gerade dieser letzte Punkt, der kann echt für einige nochmal interessant sein. Helfen kann aber auch Tipp Nummer 3, erstelle Compilations. Compilations sind Zusammenschnitte einzelner Videos, die extrem effektiv sein können. Gerade im Gaming-Markt machen das aktuell sehr viele. Crocodile Andy hat zum Beispiel seine Rollenspielformate jeweils zu großen Videos zusammengeschnitten und auch der YouTuber Jonathan Nice hat sein Let's Play-Format, wenn man das so nennen kann, zu einem großen Film zusammengeschnitten. Das geht aber auch mit anderen Formaten. Ryan Trahan hat zum Beispiel auch seine letzte Vlog-Serie zu einem 1-Stunden-Video zusammengeschnitten und auch in vielen anderen Bereichen habe ich das schon gesehen. Meistens werden diese Videos, eben auch häufig Filme genannt, sowieso schon sehr gut geklickt, aber auch generell sollte der Vorteil recht klar sein.
Der Arbeitsaufwand ist ja wirklich minimal. Da wir ja nur bestehende Videos aneinander schneiden, da muss man ja höchstens mal ein paar Kleinigkeiten anpassen. Und dass ein stundenlanges Video auch generell viel Watchtime sammelt, ich denke, das ist auch offensichtlich. Natürlich ist das ein Tipp, der nicht bei jedem funktioniert. Auf meinem Kanal habe ich aktuell keine Idee, wie ich das vernünftig umsetzen kann, und das wird einigen von euch bestimmt genauso gehen. Aber für die, die damit was anfangen können, probiert das auf jeden Fall mal aus. Für andere könnte vielleicht aber auch Tipp Nummer 4 nochmal interessant sein, nämlich Livestreams. Auch Streams sind nicht für jeden geeignet, aber sie sind absolute Watchtime-Garanten. Gerade wenn man nochmal schnell 100, 200 Stunden braucht, sind Streams eine geniale Möglichkeit. Wichtig ist nur, dass der Stream danach auf öffentlich stehen bleiben muss, denn für die 4000 Stunden Watchtime zählen nur öffentliche Aufrufe. Tipp Nummer 5 ist jetzt aber wirklich wieder für jeden, und ich wiederhole, jeden relevant. Verlinke am Ende auf weitere Videos. Um mehr Watchtime zu bekommen, brauchen wir grundlegend ja auch erstmal mehr Aufrufe. Der einfachste Weg, davon jetzt mehr zu bekommen, ist mit der Abspannfunktion. Hierfür müsst ihr im Studio einfach unter Details bei den Videos auf Abspann klicken, dann auf Element und könnt ihr ein Video auswählen. Mein Tipp ist es, hier ein Video auszuwählen, was besonders gut zum aktuellen passt. Neben der reinen Verlinkung solltet ihr aber auch vor allem verbal empfehlen, warum der Zuschauer das Video unbedingt sehen muss. Baut hierbei vor allem Spannung auf. Macht ihr unterhaltsame Videos, dann zeigt dem Zuschauer, dass er in diesem Video noch mehr von dem bekommt, was ihm gefällt. Setzt ihr auf Bildung, dann gebt dem Zuschauer das Gefühl, dass ihm noch irgendwas fehlt und er deswegen noch mehr sehen muss. Ich werde das am Ende auch nochmal so ein bisschen vormachen, denn ich habe bei mir auch die letzten Monate sehr extrem daran gearbeitet und konnte so meine Klickrate auf dieses Abspannelement von anfänglich 2% im Durchschnitt auf mittlerweile fast 10% durchschnittlich erhöhen. Bei guten Videos liegt dieser Wert sogar bei bis zu 25%. Wenn jetzt also jeder vierte Zuschauer noch direkt ein weiteres Video schaut, bringt das natürlich schon eine Menge Watchtime. Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil. Leute, die gerade ein Video von uns bis zum Ende gesehen haben, schauen auch das zweite Video deutlich länger. In den Daten sieht man zum Beispiel, wie die Wiedergabezeit im Abspann mehrere Minuten höher ist als im Durchschnitt. Dieser Screenshot stammt von meinem Gaming-Kanal, wo ich allein durch den Abspann nochmal 1400 Stunden weitere Watchtime generieren konnte. Tipp Nummer 6, fokussiere dich nicht auf die 4000 Stunden. Hä, warte, du machst hier ein Video und zeigst mir, wie ich die Stunden bekomme, aber sagst mir, ich soll mich nicht darauf fokussieren? Ja, lass mich erklären warum. Watchtime ist einer dieser Werte, den brauchen wir einmal für die Monetarisierung und danach eigentlich nicht mehr wirklich. Fokussieren wir uns also zu sehr darauf, diese 4000 Stunden einfach irgendwie schnellstmöglich vollzubekommen, dann vergessen wir, was die wirkliche Absicht hinter diesem Wert ist. Wir erstellen ja Videos für Menschen und auch der Algorithmus möchte in erster Linie, dass die Zuschauer zufrieden sind. Wie eben schon gesagt, für mehr Watchtime brauchen wir auch erstmal mehr Aufrufe. Und wie bekommen wir mehr Aufrufe? Wenn Zuschauer immer und immer wieder kommen und unsere neuen Videos auch immer wieder gerne ansehen. Stellen wir einen Zuschauer zufrieden, dann klickt er sich gerne mal durch alle unsere Videos durch. Deswegen zum Beispiel ist es auch selten ratsam, einfach mehr Videos hochzuladen, um mehr Watchtime zu bekommen. Denn stimmt die Qualität nicht, dann kommt der Zuschauer auch nicht wieder. Fokussiert euch daher lieber darauf, Zuschauer wirklich zufriedenzustellen und langfristig zu richtigen Fans zu machen. Habt eben auch ein gutes Konzept, was es den Leuten ermöglicht, so viele Videos wie möglich von euch zu schauen. Auch hier hilft der Tipp mit den Verlinkungen natürlich wieder. Bitte seht nicht nur diese 4000 Stunden, sondern seht vor allem auch die Menschen dahinter. Das hilft euch zu verstehen, welchen Wert ihr geben müsst. Und Videos, die wirklich wertvoll sind, die bekommen auch viel Watchtime. Tipp Nummer 7, erhöhe deine Zuschauerbindung. Auch das ist wieder ein offensichtlicher, aber sehr wichtiger Tipp. Wenn die Zuschauer anstatt 2 Minuten jetzt plötzlich 4 Minuten dranbleiben, dann haben wir die Watchtime ja auch doppelt so schnell zusammen. Für eine bessere Zuschauerbindung ist es manchmal auch sinnvoll, ein Video kürzer zu halten als notwendig wäre, auch wenn das natürlich widersprüchlich ist mit Tipp Nummer 2. Denn wenn Zuschauer zu früh abschalten, weil das Video eben langweilig ist, dann bekommen wir ja auch keine Watchtime. Generell kann man bei der Zuschauerbindung natürlich unfassbar viel rausholen und am wichtigsten ist dafür der Videoschnitt. Die 10 besten Tipps, um sofort bessere Videos zu schneiden, habe ich dir ja schon mal in diesem Video hier vorgestellt. Schaut das auf jeden Fall als nächstes an, denn einiges davon könnt ihr direkt bei eurem nächsten Video umsetzen. Viel Spaß damit, haut rein Leute und ciao!